It's your kind bug, it's your kind bug. Leute, herzlich willkommen zu meinem Channel. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich werde euch heute ein bisschen mitnehmen zum Afro-Shop und zum Haare flechten und werde mir eine neue Frisur machen. Ich werde ganz oft nach meinen Frisuren gefragt, weil ich die auch ganz oft ändere und wo ich die Haare kriege und bei wem ich das mache und wie und wo und was. Und heute nehme ich euch auf jeden Fall bei der Frisur mit, die jetzt kommt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, das Video gefällt euch und ja, keep on watching. Frag nicht, was ich will, frag nicht, Baby. Ich hab schon alles, was ich brauche, Baby. Ey, gay. Wir sind jetzt am Frankfurter Hauptbahnhof und ich nehme euch mit zu meinem Lieblingsladen in Frankfurt. Und das ist der Afro-Shop an der Basler Straße. Ich liebe es einfach, in Frankfurt rumzulaufen. Liebe diese Stadt. Also ich habe jetzt meine Haare bei Rick Beauty geholt. Ich werde jetzt zu meiner lieben Emma fahren und mir das erste Mal die Haare machen lassen. Sonst mache ich meine Haare immer selber. Es gibt immer ein erstes Mal im Leben. Ich bin jetzt bei der Emma. Ich habe meine Haare aufgemacht. So sehen meine Haare jetzt geöffnet aus. Ich werde heute meine Haare machen und ich bin mal gespannt, wie es danach aussieht. So, das sind jetzt meine Haare. Vorher. Und gleich kommt die Nachher-Show. Wow. Clean, clean, clean. Machst du irgendwie so ein bisschen Schmuck rein oder nicht? Du hast Schmuck? Ja, was heißt das mit diesen Pärchen? Ja, so ein paar vielleicht, oder? So Pärchen habe ich. Und dann habe ich noch so für unten diese afrikanischen Holzdinger. Wie du willst. Ich weiß nicht. Weil man kann nicht zwei davon. Also ja, ja, entweder oder. Perlen oder so ein Perlen. Perlen. Ich glaube auch, sollte man Perlen ausprobieren. Was sagt ihr? Perlen. Leute, das ist the finished product. Und ich habe sogar hier Perlen reinbekommen. Mich nicht. Richtig süß, doch du wirst auch gefilmt, Emma. Sie sieht so süß aus. Komm mal her, komm mal her. Ihr müsst jetzt Emma kennenlernen. Sie hat meine Haare gemacht. Wo findet man dich? Im Haus. Sie wohnt hier in Frankfurt und ich werd ihren Link, wie ihr sie kontaktieren könnt, in der. Wie sagen das die YouTuber? In der Description Box. Ich werde sie unten verlinken in der Description Box und dann könnt ihr euch bei ihr melden, wenn ihr schöne Haare haben wollt. Es ging voll schnell und sie macht eigentlich noch so fancy Sachen, so ausgefallene Sachen, aber ich wollte heute so ein bisschen basic gehen. Vielen Dank. Gerne. Schreibt mir mal, wie ihr es findet. Kommentiert und ja.